Hallo und herzlich willkommen zu A-Train 9. Ja, wir sitzen hier immer noch an unserer kleinen Stadt. Die Industrie ist jetzt schon langsam ein bisschen ausgelastet. Und wir müssen jetzt mal auch gucken nach einer Energie. Und dabei stellen wir fest, wir bräuchten mal wieder ein neues Kraftwerk. Und das würde ich sagen, bauen wir mal irgendwo hin, wo wir Rohstoffe haben. Hier haben wir zum Beispiel Rohstoffe. Dann klatschen wir hier das einfach mal hin. Nochmal so eine kleine Wind. Jetzt klauen die hier mehr meine Rohstoffe. Gibt es da nicht. Das waren meine. Ja, hier passt das hin. Sieht doch gut aus. Mit einer Kreuzung. Passt. So. Gut, was ist denn hier? Hier haben wir Rohstoffe zu liegen und wird nicht so wirklich gebaut, ne? Ach, das schneit. Schön. Na, passiert aber einiges. Die Industrie ist wirklich leer. Also, ja gut, es ist Wochenende, ist natürlich klar, dass die dann nicht arbeiten. Aber ich denke, die macht einen guten Job hier. Wir können ja mal gucken, was hier unsere Depots machen. Der macht auch einen guten Job. Auch wenn es gerade mal wenig Geld ist, ne? Ist jetzt nicht so dolle. Hier machen wir auch Gewinn. Hier machen wir auch gutes Geld und hier auch. Naja gut, die sind ja eigentlich auch leer. Ist ja klar, dass die Gewinne machen, wenn sie leer sind. Ja. Ich sehe auch schon, dass ich miese mache. Das ist... Sehe ich alles. Aber gut, man muss ja auch erstmal in so eine Stadt rein investieren. Viel Geld. Wir hatten ja 2 Milliarden. Jetzt habe ich schon eine gute 500 Millionen in die Stadt rein investiert. Und ja, die wird schon noch wachsen. Also da bin ich ganz zuversichtlich eigentlich. Hier können wir nochmal so eine Straße dahin machen. Hier können wir auch noch eine Straße so verbinden. Muss ja hier nicht so ein Leerraum sein. Nee, das klappt nicht wegen der Bushaltestelle. Machen wir es noch so. Und hier ist keine Bushaltestelle. Das heißt, wir könnten dann da so ran. Das sieht aber jetzt sehr zerkreuzt hier aus. Ich glaube, die Rohstoffe sind auch alle ein bisschen zu weit weg, um hier überhaupt bauen zu können. Ne? Wenn ich das jetzt so... Hier ist es hier, ja. Könnte knapp werden. Und die sind hier. Ja gut, also die Rohstoffe sind ein bisschen weiter weg, um hier überhaupt bauen zu können. Weil das bringt mir ja nichts hier an der Industrie. Weil die müssen ja immer in diesen Depots drin sein. Ah, das klappt schon. Aber wir machen mit dem Bus noch ordentlich Minus. Sogar mit dem kleinen. Obwohl 6 Leute drin sind. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Dass wir da immer noch ein Minus reinkriegen. Aber gut, das sind ein paar Centbeträge quasi. Wenn ich das so betrachte, er macht 50, 50, ja, gute 200 machen wir mieser mit den Bussen.
Und das bisschen, was wir da einnehmen, ist nun ein Witz. Naja, aber wir lassen es immer noch fahren. Passt schon. Die machen das schon. Sind ja clevere Busfahrer, die wir da haben. So, dann können wir hier eigentlich auch noch mal so eine Haltestation hinklatschen. Geht das eigentlich hier an die Kreuzung direkt? Nee, ja, schade. So. Na, warte mal, machen wir mal anders. Weil vielleicht wollen wir ja hier noch ein bisschen weiter mit der Straße. Machen wir hier mal so eine Ecke rein. Können ja das mal da hinziehen und hier dann kommt die Endstation hin. In etwa so. So, und dann können wir nämlich hier noch den großen Bogen im Grunde genommen fahren. Na, ich will die andere. So, gerade. Gerade. Der ist da gerade. Wie sieht's hier aus? Da ist auch alles gerade. Gerade, 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 gerade schräg. Hier wollen wir gerade fahren. Und hier auch gerade. So, und dann fahr mal los. Ja, der hat gerade richtig Leute eingenommen. Aber ich weiß nicht, warum die für die Fahrt nicht zahlen. Oh, der macht sogar Plus. Mensch. Das ist ja meine Buslinie. Die lohnt sich. So. Und dann würde ich sagen, machen wir von hier hinten tatsächlich auch eine Buslinie. Um hier in unser Depot da reinzukommen. Weil wir brauchen jetzt unbedingt Buslinien, damit das hier vorangeht. Geradeaus. Achso, hier war ja eh keine Kreuzung. Hier ist noch eine. Hier geradeaus. Hier dann rechts. Mit den Pfeilen muss man hier wirklich höllisch aufpassen. Ein Pfeil woanders und schon dann der Stadt, in der ganz anderen Stadt der Bus. Ja, das ist jetzt hier natürlich nicht der Bringer hier, der Bus, aber immerhin. Es fährt. So, dann können wir hier auch noch einen Bus hinschicken, weil hier sieht es ziemlich gut aus. Mit den Gebäuden. Da, hier geradeaus. Hier fahren wir dann mal rechts rein. Hier links. Geradeaus. Geradeaus. So, weil hier ist nämlich Industrie und sowas alles. Das ist natürlich nicht schlecht. So, dann fahren wir mal hier rein, dass die Bushaltestelle angesteuert wird. Und ja. Dann sind wir schon wieder am Ziel. So, wo können wir denn noch einen Bus hinschicken? Eigentlich müssten wir hier oben wirklich mal anfahren. Das könnten wir auch von unserem Depot aus machen, dass wir den anfahren. Und dann einfach hier runterfahren lassen. Ja, das machen wir.
Da nehmen wir auch den großen Bus wegen den großen Häusern da. Hier soll er rückwärts dann wieder fahren. Und dann geht's hier geradeaus. Im Grunde genommen überlege ich gerade, die Haltestation braucht da im Grunde genommen gar nicht anfahren. Die kann er hier dann nochmal anfahren. Oder nee, die kann er anfahren, die braucht er nicht anfahren. Machen wir es so. Dann hier rechts, dann hier links. Hier kann alles so bleiben. Hier geradeaus. Hier geradeaus. Ja, das ist hier natürlich nicht jetzt. Vor allem diese kleine Stadt hier, der Bringer. Absolut nicht. Aber gut. Vor allem legt er hier gerade mal nur 3 Leute auf, habe ich gerade gesehen. Einer. Ausgerechnet hierfür habe ich eigentlich die Linie gemacht. Und da steigt gerade mal einer zu. Hier unten steigen 29 zu. Na, das ist ja... Naja. Egal, es läuft. So, wir müssen uns jetzt wirklich mal ein bisschen um unsere Finanzen uns aber jetzt kümmern. Weil wir haben ziemlich viel Geld jetzt investiert, in die Hand genommen. Wir können ja auch bald schon gar keine Busse mehr bauen, stelle ich fest. Ja, das ist nämlich mehr oder weniger hier mal echt von R-Train 9 ein kleines Let's Play, weil ich vergessen habe einzustellen, dass wir 200 Busse und 200 Trains haben wollen. Ist natürlich ein bisschen doof gelaufen, aber gut, man kann es ja hier erstmal so ein bisschen antesten und dann starten wir vielleicht irgendwann nochmal neu dadurch. Schauen wir mal. Erstmal funktioniert ja hier alles und von daher lassen wir das erstmal. So, gut, wir sind aber auch schon wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen, unser Herstellen der Buslinien. Und ja, jetzt haben wir ja jetzt einige Busse und ein bisschen Geld machen wir ja auch schon mit einigen Linien. Und ja, dann geht es in der nächsten Folge wieder los mit R-Train. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss!